Hallo und herzlich willkommen. Wir machen kurz bald Kurzwissen, und zwar ein ganz kurzes in der kurzen Haltebucht in der Schweiz. Man beachte hier hinter mir, da steht das Rörpli und das ist die Haltebucht und das war es auch schon. Ja? Mehr gibt es hier eigentlich nicht, es sei denn, man hat das Glück, sich zufällig mit Wald und Natur auszukennen. Dann kann man in so einer Haltebucht erstaunlich viel Sehenswertes entdecken. Und zwar in diesem Fall, um mal aus dem Bild zu huschen, haben wir hier einen Fluss. Und das ist ein sehr schöner Fluss, ja, das sieht man sofort. Hier mit kleinen Mini-Wasserfällchen, da noch mehr kleines Wasserfällchen. Also wirklich sehr, sehr schön das Ganze. Da hinten kommt das Wasser auch runter. Die Treppen, die ihr da sehen könnt in der Bildmitte, sie sind etwas weit weg. Aber dass das so Stufen sind, das ist kein Zufall, sondern die sind künstlich. Die Steine hier, die liegen hier wahrscheinlich von alleine, da unten wahrscheinlich auch. Aber teilweise hat man solche Stufen, die da hinten auch eingebaut, um das Wasser eben ein bisschen zu verlangsamen. Wenn es hier also mal mit Karacho runterrauschen sollte, und das tut es regelmäßig, dann sind solche Stufen einfach wichtig zur Reduktion der Fließgeschwindigkeit, damit die Kräfte, die das Wasser ausübt, nicht ganz so stark sind. Nichtsdestotrotz haben wir es dem Wasser zu verdanken, dass wir uns hier überhaupt in einer so tiefen Schlucht befinden. Ihr seht ja, da drüben geht es schon wieder hoch, und zwar ordentlich steil. Ja, zeige ich euch gleich noch. Und auf der anderen Seite, da geht es erst recht wieder hoch. Und zwar, hoppla, stolper hier vor mich hin, relativ steil. Ja, das ist alles Jura-Kalk. Wir sind hier auch im Jura, im gleichnamigen Kanton, und eben im Jura-Kalk. Kalkgestein ist ja sehr relativ empfindlich, also sehr relativ genau, was Erosion durch Wasser angeht. Das heißt, das wird recht schnell weggespült und von Wasser stark angegriffen. Und das führt hier natürlich auch ein bisschen dazu, dass der Bach hier halt einfach durch erstens die Wassermassen, die hier runterkommen, und zweitens eben das weiche Ausgangsgestein hier recht leichtes Spiel hatte, sich wahnsinnig tief und steil einzufressen. Ja? Und daher auch die steilen Wände hier ringsherum. Jura-Kalk, also hier nochmal die Steine, wenn wir sie schön sehen können, und auch die Färbung des Steins. Also halt typischer Kalkstein. Das ist ein marines Sediment. Das war ursprünglich mal ein Korallenriff in der sogenannten Thetis, so eine Art Vorgänger vom Mittelmeer. Und da hat sich eben dieses Material abgelagert, als die Korallen gestorben sind. Auf den toten Korallen neue Korallen gewachsen, gestorben, neue Korallen drauf gewachsen, gestorben und immer so weiter. Und da die nun mal ein Kalkskelett haben und jedes Mal, wenn sie sterben, ihr Kalkskelett übrig bleibt und solange sie am pH-Wert der Meere, was gerade passiert, nicht viel ändert, dann sind solche Korallenüberbleibsel, Korallenskelette quasi unabbaubar und lagern sich in gigantischen Mengen unter Meer an, je nachdem, ob da halt Bedingungen für Korallenriff gerade gegeben sind oder nicht. Die Tatsache, dass das Meer aktuell zu sauer wird, führt auch dazu, dass eben der Kalk im Meer derzeit abgebaut wird. Aber zum Beispiel die ganzen Korallenriffe, die großen, die man kennt, wie das Great Barrier Reef, die sind mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt. Da besteht keine große Chance, dass die noch lange erhalten bleiben. Das heißt, momentan gibt es auf der Erde wenig bis gar keine Regionen, in der so eine Kalkablagerung, wie wir sie hier sehen können, gerade momentan stattfindet. Ja? Davon abgesehen, selbst wenn sich der Kalk abgelagert hat, dann ist er ja am Meeresgrund. Das heißt, es muss noch irgendeine Gebirgsbildung gegeben haben, um den Kalk dann letztendlich wieder nach oben zu befördern und dafür zu sorgen, dass das Ganze dann auch in dieser Form hier anzutreffen ist. Da hinten kann man zum Beispiel wunderbar erkennen, diese Riffelung hier im Stein. Ne? Das weist darauf hin, der Stein ist ursprünglich mal in einer ganz anderen Form gewesen, nämlich so rumgelegen und nicht so. Das ist bei der Gebirgsauffaltung. Ist hier der Kalk? Ja, bei der Gebirgsauffaltung ist der Kalk quasi gefalten worden und in verschiedene Art und Weise aufgeschichtet und durcheinander gebröselt worden, sozusagen durcheinander geschoben, weshalb er hier nicht mehr die ursprüngliche Schichtung hat als
horizontale Ablagerung, so wie die Korallen halt nach und nach Kalkschicht um Kalkschicht um Kalkschicht aufgehäuft haben. Das wurde dann also bei der Gebirgsbildung alles durcheinander geschmissen. Von welcher Gebirgsbildung reden wir hier? Ja, Alpen. Ja. Also zuletzt Alpen ist die jüngste, die hier stattgefunden hat. Einige vorher hat es auch schon gegeben, aber zuletzt die Alpen. So, und dann noch ein letztes, was ich jetzt auch noch erzählen wollte, wäre dann halt eben hier zu diesem Wald per se noch zu sagen, es handelt sich um einen Buchenwald. Wir befinden uns auf ungefähr 700-800 Meter Höhe, also über Meer. Und da ist ein Buchenwald durchaus der vorherrschende Waldtyp. Wir sehen hier auch nicht viel anderes als Buche. Hier ist mal noch eine dicke im Bild, eine schöne alte. Und da können wir auch wunderbar mal hochgucken. Die sieht durchaus nicht so toll aus, ne? Also die Krone sollte hier jetzt noch dichter sein. Wir sollten noch weniger vom Himmel sehen können. Das liegt einfach daran, dass die inzwischen auch schon ziemlich alt geworden ist. Da kommt also eine gewisse Altersschwäche dazu. Plus die Tatsache, dass das generell hier eher ein trockener Ort ist, wenn er nicht mit der Wurzel direkt im Bach steht, was die alte Buche mit Sicherheit irgendwo ein Stück weit tut, dann hat man hier durchaus Wachstumsschwierigkeiten. Daher umso überraschender, dass wenn wir mal darüber gucken, das Kronendach doch noch sehr intakt ist, der ganzen Hangbuchen, die ja an dem kalkhaltigen Hang wachsen. Und jetzt muss man wissen, der Boden, den wir jetzt hier sehen können, also die genaue Hangseite da, das ist alles nur sehr, sehr wenig Material. Darunter beginnt sofort der Stein. Daher ist da auch nur sehr wenig Feinmaterial, was Wasser speichern könnte, vorhanden. Und wenn es da drauf regnet, das sieht man hier ja auch, da haben wir eine schöne Rinne in der Mitte von unserem Hang, jetzt in der Mittelmitte ungefähr. Da kommt also regelmäßig das Material auch runter, wird dann in den Fluss gespült. Der Fluss spült weg und das ist einfach hier zu steil und zu wenig Boden, zu viel Wasserrückhaltevolumen vorhanden. Nichtsdestotrotz, die Bäume schaffen es, sich hier regelrecht zu verankern, sich in den Hang zu krallen und bilden hier einen für deutsche Verhältnisse außerordentlich dichten Wald. Das kann man häufig sehen in der Schweiz. Der Wald ist hier aufgrund dessen, dass die Schweiz reich genug ist und es nicht nötig hat, unbedingt Bäume zu fällen, häufig als Schutzwald manifestiert. Ja, also auch da drüben wunderbar zu sehen. Wir haben hier diese Hangrutsch-Schutzmaßnahmen, aber auch jede Menge Wald. Und wenn wir jetzt da ganz hoch gucken, ihr könnt es in der Ferne erkennen, da sind noch mehr Maßnahmen, die verhindern sollen, dass der Hang runterkommt. Aber nichtsdestotrotz, vor allen Dingen sind diese Hangverbauungen erstmal dafür da, um zu verhindern, dass der Hang runterkommt, bis sich hier der Wald wieder geschlossen hat. Hat man hier einen vollständig intakten, wieder richtig gut aussehenden Wald, der auch noch Zeit hatte, mehr Humus zu bilden, dann wird das hier immer dichter und dichter und bildet dann einen erheblich günstigeren Schutz der Straße, als es solche Verbauungen, wie die wir hier sehen, jemals können. Weil die müssen regelmäßig gewartet, repariert, instand gesetzt und so weiter werden. Der Wald, wenn man ihn dann mal in Ruhe lässt und er sich einmal richtig etabliert hat, der ist dann da. Ja? Und da muss man sich keine Gedanken mehr machen. Das ist also wirklich die günstigere Lösung. Daher ist momentan politischer Wille der Schweiz, haben wir einen Hangschutzwald, dann bleibt der auch enthalten. Das heißt, kein Mensch würde hier auf die Idee kommen, irgendwelche Bäume rauszuholen. Es sei denn, es ist unbedingt notwendig, weil sonst der ganze Wald darunter leidet, in Anführungszeichen. Also ganz was Besonderes aus deutscher Sicht. Hier in der Schweiz stinkt normal. Ja, und das ist hier auch überhaupt kein besonderer Platz. Ich habe es euch ja gezeigt. Das ist einfach irgend so eine kleine Haltebucht an der Straße, ohne dass irgendwas ausgeschildert wäre oder dass irgendwas Besonderes ist. Aber ein wunderschöner Buchenwald. Ja? Der geht jetzt übrigens in einen Buchentannenwald über, wenn man noch ein Stückchen höher kraxeln würde, was ich nicht vorhabe, keine Angst. Und danach wird er zum Buchentannenfichtenwald mit wenig Buchen, mit ein paar Bergahörnern. Bergahörner sind da überhaupt immer mal wieder drin. Ja? Also ganz wichtig. Und ja, aber davon abgesehen, kommt dann irgendwann der Übergang von Tanne zu Fichte. Da ist Tanne noch da, Buche schon weg, nur noch Tanne und Fichte vorhanden. Und irgendwann geht dann die Tanne verloren, wir haben nur noch die Fichte und befinden uns dann im mindestens mal subalpinen Wald der Hochlage. Ja, und damit würde ich dann auch Frau nicht weiter im Auto hocken lassen. Wir gucken da vorne noch einmal runter. Und dann haben wir es gesehen. Und ja, wunderschön. Übrigens, diese Vertiefungen hier, das da, das nennt man Gumpen. Also in Deutschland. Keine Ahnung, wie die in der Schweiz heißen. Aber ja, also da drüben auch nochmal der Hang. Da könnt ihr auch nochmal die Hangverbauung schön sehen.
Also das ist noch nötig, wo eben der Wald zu stark gelitten hat. Ihr seht oberhalb der Hangverjüngung hier so ein paar Baumstümpfe. Das ist halt eben ein Problem. Im Idealfall sollte der Wald auch da raus auf die Klippe tatsächlich noch ein Wald vorhanden sein. Das stabilisiert einfach so einen Hang viel besser, als es jemals so ein Stahlnetz da irgendwie könnte. Ja, aber nichtsdestotrotz, wunderschön hier. Ja, das hat man häufig in der Schweiz. Ich mache ja auch viele Schweizwitze, aber Ehre wem Ehre gebührt, das ist einfach ein wunderschönes Land. Und hier gibt es immer mal wieder so einzelne Ecken, die sind einfach sensationell und man fragt sich, warum sie dafür eigentlich keinen Eintritt nehmen. Dann kauft man irgendwas zu essen und weiß dann wieder warum. Dann kommt gar kein Tourist mehr, ne? Wenn jetzt schon die Natur noch was kosten würde, dann wäre es hier vorbei. Ja, gut, ich bedanke mich. Das wäre es auch schon gewesen. Ich hoffe, das war ein kleines bisschen was Interessantes in kurzer Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wir machen weiter. Ja, im Grunde Hochzeitstagreise. Ja, wir machen immer unseren Hochzeitstag drumherum, einen kleinen Ausflug und da sind wir gerade dabei. Aber das hat sich jetzt so sehr angeboten, dass ich habe gedacht, ich nehme die Kamera mal kurz raus. Tschüss.